So, da sind wir auch schon jetzt bei der vierten Aufgabe, nämlich absolviere ein Schwimmzeitrennen bei Lazy Lake und östlich von Hydro 16. So, aber vorweg, erstmal herzlich willkommen auf meinem Kanal, erstmal an die Neuen. Wenn du Spaß an Custom Games hast und gerne auch noch Preisgelder gewinnen willst, bist du bei mir genau an der richtigen Adresse. Falls du noch einen Skin gewinnen willst, dann erst recht. Also, Kurzfassung ist, wir machen Custom Games mit Preisgeldern, allerdings auf 1 oder 2 Wochen begrenzt. Also, wer da die meisten Siege hat, gewinnt dann einfach am Ende das Preisgeld. Wenn du da gerne mitmachen willst, gerne ein Abo da lassen, Glocke aktivieren. Die Glocke deshalb aktivieren, damit du auch einfach siehst, wann ich live bin, damit du quasi keine Runde verpasst. Und natürlich, du siehst ja, ich lade auch die Missionen alle hoch. Also alles, was so an Aufgaben kommt rund um Fortnite oder auch was den Shop betrifft, das ist schon mal das Wichtigste. Im Shop wird nämlich immer alles bekannt gegeben, was so an dem Tag davor passiert ist oder auch im Livestream passiert ist. Da werde ich zum Beispiel dann zeigen, wie hier zum Beispiel, wer ist zurzeit bei den Custom Games auf Platz 1 und so weiter. Ihr seht, das Ganze läuft, glaube ich, jetzt seit Dienstag, ja, Dienstag, ne, Montag. Montag haben wir angefangen, heute ist Donnerstag. Der Erste hat in Anführungszeichen erst 3 Siege, was aber relativ gut ist. Nur jeder hat dann noch die Chance, egal wann ihr anfangt damit. So, dann wegen den Skins gibt es eine kleine Bedingung, nämlich ihr müsst mir bitte eine Freundschaftsanfrage schicken. Warum, wieso, weshalb, werde ich euch natürlich direkt erklären. Erstmal eine Freundschaftsanfrage an yt-familyhack. Einfach an mir eine Freundschaftsanfrage schicken. So, das hätten wir dann getan. Dann gehen wir schnell in den Shop rein und dann zeige ich euch nämlich auch, warum ihr das Ganze machen müsst. Viele haben bestimmt schon gemerkt, hier kann ich einem kein Geschenk schicken. Warum ist das so? Weil man 48 Stunden miteinander befreundet sein muss. Weil dann kann ich erst ein Geschenk verschenken. Heißt, wenn du quasi neu im Stream bist, dann kann ich dir in dem Fall dann quasi keinen Skin schenken. Aber 2 Tage später sollten wir dann die 800 V-Bucks erreichen durch Rette die Welt, wäre das natürlich möglich. Also, Kurzfassung ist, Abo da lassen, Glocke aktivieren und eine Freundschaftsanfrage schicken, wenn du mitmachen willst bei Custom Games mit Preisgeldern oder bei Skin-Verlosungen. So, jetzt geht's um die Aufgabe. Und ganz ehrlich, ich glaube, die wird nicht ganz leicht. Denn wir müssen schwimmen. Dafür haben wir 2 verschiedene Orte. Ich werde euch natürlich die Orte sofort zeigen, sobald wir die Minimap haben. Und ihr wisst ja auch, Ladebildschirmzeit ist genau Like-Zeit, Kommentierzeit. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann gerne jetzt abonnieren. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal rein. Ich zeige euch auch direkt, wo die Zeitbahnen sind. Und nicht wundern, die Videos sind extra so lang, weil ich euch einfach immer zeigen will, wie ich die Aufgaben selbst löse. Nicht irgendwo, ach, hier ist die Zeitaufgabe, geht dann dahin, sondern ich zeige euch einfach, wie das Ganze funktioniert. So, das erste Zeitrennen bei Lazy Lake. Ne, Lazy Lake ist da. Ach, die Maus. Dann müssen wir dahin. Da ist das mitten im Wasser. Aber wir gehen jetzt definitiv hier hin, weil da ist das zweite. Ich weiß jetzt selber nicht genau, ob es mit dem Boot funktioniert, aber da es eine Schwimmchallenge ist, gehen wir auf Nummer sicher und schwimmen einfach. Ich schätze mal, so schwer wird es eigentlich nicht sein, aber bei den Zeitaufgaben habe ich bis jetzt eigentlich immer leichte Probleme gehabt in der Vergangenheit. Aber wir gehen einfach mal hin. Wie gesagt, macht's in Gruppenkeile, da habt ihr eigentlich relativ eure Ruhe. Gerade was das Schwimmen betrifft, wenn ihr Hits bekommt, ist das auch nicht so tragisch, aber lootet da nicht, sondern geht wirklich direkt ins Wasser, fangt mit der Aufgabe an. Alles andere kommt dann eh von alleine. So, wir fliegen direkt mal runter. Da sehen wir schon an dem Schwarm. Zack. Irgendeiner ist hinter mir, aber ist ein Teammate. So, hier hingehen. So, dann Zeitrennen aktivieren und los geht's. Ich hoffe, es klappt. Weil wie gesagt, ich habe echt keine guten Erfahrungen, was diese Zeitrennen betrifft. Zack. Zack. Wie gesagt, immer X-Spam, damit wir wirklich das Tempo mitholen können. Oh je, ich habe schon Angst. Über die Hälfte ist schon rum. Schwimmen! Oh, 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 oh.
Ah, doch, geschafft. Das war das erste. Ach, wir müssen beide machen. Ah, okay. So, dann holen wir uns hier direkt das Boot. Weil das wusste ich nämlich jetzt nicht. Ich dachte nämlich eigentlich, es reicht, wenn wir eins machen. Aber wir müssen beide machen. Komm, hoch. Eieiei, diese Boote sind so. Es wird echt Zeit, dass wir andere Fahrzeuge bekommen. Komm, ich will nur hoch. Ich muss ins Wasser. Zack, 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 zack. Also ist eigentlich doch sinnvoller, wenn man erst die Aufgabe bei die andere beim, sag schon, bei Lazy Lake macht. Jetzt sag nicht, ich komme hier nicht hoch. Ah, doch. Ah. Zack, haben wir ihm erstmal einen Kick gegeben. So. Ah, ich dachte nämlich echt, es reicht, wenn man eine macht, aber da habe ich mich wohl geirrt. So, jetzt hoffe ich nur nicht, dass uns hier irgendein Gegner auf den Keks gehen will. Weil das wäre echt nicht so toll. Irgendeiner ist auch da schon im Boot von den Gegnern. Also, ich gebe euch natürlich dann jetzt den Tipp aus eigener Erfahrung. Fangt erst hier oben an. Oh nein, wir haben einen Gegner. Wo ist er? Nein, 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 nein. Wieso treffe ich denn auch nicht? Ah, jetzt. Das war knapp. So. Und Abfahrt. Hä? Wieso in die andere Richtung? Lol. Ich dachte, das wäre flussabwärts. Oh Gott, das gibt doch nichts, oder? Was schwimmt der denn hier so doof? Das ist ja mal Lost hoch 8. Also wer hier Lost in die Kommentare schreibt, wird auch nicht blockiert. Schneller. Eieieiei. Boah, gerade noch so geschafft. Uiuiuiui. Das war wirklich knapp. So. Glück gehabt, dass der Gegner uns da eben nicht getötet hat, sonst wäre das nämlich richtig in die Hose gegangen. So, jetzt holen wir uns natürlich noch ein paar EP mit. Man kennt es. Mal gucken, vielleicht schaffen wir diese Runde noch das Level. Da kommt der nächste von oben geflogen. LOL! Da gab es auch eine Aufgabe, ne? Die haben wir gleich noch vor uns. Eieieiei. Aber ich zeige euch jetzt noch mal ganz schnell, wo die Orte waren, wenn ich mal hier gelandet bin. Und dann haben wir die Aufgabe nämlich auch schon wieder geschafft. Ja, die Vorräte holen wir uns noch mit. So ein leichte EP. Oh Gott. Ah, guck mal einfach, vielleicht kommt noch ein Gegner. So, wie gesagt, einmal hier landen, genau da. Und einmal müsst ihr eben hier landen. Also da in dem Teich, also Teich. In der größeren Fläche. So, einfach mal gucken, ob wir hier die Vorräte noch geiern können. Wer schießt denn da wie so ein Dulli? Ach, da oben. Es leckt natürlich. Also ich muss sagen, heute geht's eigentlich mit der Verbindung. Irgendeiner hat, glaube ich, auch auf mich geschossen. Ach, da kommt er schon geflogen. Lol, leckt ja überhaupt nicht. Lol. Das waren die Lecks des Jahrtausends. So. Wie gesagt, ist eigentlich alles ganz simpel. Jetzt haben wir gerade noch ein bisschen Zeit. Dann würde ich mich nämlich gerne noch bei den Leuten bedanken, die die Custom Games mit dem Gewinnspiel, also mit dem Preisgeld, möglich machen. Und das sind genau, Achtung, die hier. Wirklich großen Dank geht an Marius. Also der kam gestern erst im Stream neu dazu. Hat direkt mal 10 Euro gespendet, beziehungsweise 9,99 €, aber der eine Cent, naja, ist mal drüber hinweggesehen. Aber wie gesagt, ich kann nur Danke sagen. Insgesamt schon 22 Leute, die mir irgendwas geschenkt haben oder donated haben. Also Gruß geht da an jeden Einzelnen raus. Und
ich will auch nicht drum betteln, um Gottes Willen, aber wer mir was schenken will, die Skins bekommt ihr halt von mir. Dadurch kaufe ich mir selber nichts mehr. Also wer da irgendwie mal 100 V-Bucks übrig hat, gerne mal mir was schenken. Nehme ich natürlich gerne entgegen. So, dann will ich euch nicht weiter aufhalten und dann würde ich sagen, war es das auch hier mit dem Video. Viel Spaß mit den weiteren Aufgaben und haut rein.